Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil dieser wunderschönen Zap-Doku. Und jetzt erklärt uns ein gewisser Herr Professor Dr. Strick, was ein Meme ist. Und damit hallo Tomate. Jo, hallo Arti, du hast es richtig zusammengefasst. Wir schauen immer noch, wie ein Nazi-Meme zum Sommerhit wurde von Zap aus der ARD-Mediathek. Und es geht natürlich um unser allseits geliebtes Döp-Döp-Döp. Also Deutschland in Deutschland, Ausländer raus zu L'amour toujours. Genau. Und ja, wir machen jetzt hier weiter bei diesem Medienwissenschaftler. Mimema bedeutet übrigens das Nachgeahmte. Ein Sommerhit zum Mitsingen. Kann das ein Meme sein? Sind das nicht eigentlich Bilder, die in sozialen Medien geteilt werden? Der Medienwissenschaftler Simon Strick fasst den Begriff weiter. Meme ist aus meiner Sicht eine Kollision von zwei Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und diese Kollision löst eine Irritation aus. Und das passt jetzt hier zusammen. Also man hat einen Neonazi-Slogan, den es seit den 70er, 80er Jahren gibt. Und man hat einen Eurodance-Hit, der relativ eingängig ist. So eingängig, dass sogar auch... Das war die schlechteste Definition von Meme, die ich je gehört habe. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Schon, ja. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, was er erklärt hat, ist ein Witz. Ein Witz definiert sich so. Meme, da jetzt hätte man, ich glaube, das geht meines Wissens auf Richard Dawkins zurück. Der hatte das glaube ich, als erstes erfunden mit den Memen. Also das ist so ein, deswegen sage ich auch Meme. Oder? Entschuldigung? Das sind doch Bilder einfach, die sich einbrennen, nee, sinngemäß. Ne? Es ist tatsächlich Richard Dawkins. Es geht eher so um kulturelle Mechanismen, die weitergegeben werden, ähnlich wie ein Gen. Und deswegen sage ich auch Meme, also Englisch Gene, sagt man auch auf Deutsch Gen, und das englische Meme wäre halt auf Deutsch Meme. Mhm. Und das Meme ist jetzt zum Beispiel, wenn die Affen irgendwie rumbrüllen. Oder unsere Sprache ist halt auch ein Meme und natürlich so einzelne Ausschnitte, also diese modernen Memes, die wir kennen, sind dann auch kulturell weitergegebene Sachen. Zum Beispiel, dass man halt jetzt das erste Meme, was mir einfällt, ist jetzt zum Beispiel dieses Anakin Skywalker-Meme, ich stehe über dir oder so. Weißt du, du hast irgendwie diesen Ausschnitt aus irgendwas und tust den dann in andere Situationen reinpflanzen. Aber an sich, was er... Jeder weiß, daraus, was gemeint ist, ja. Daraus wird dann ein Witz später, wenn man das wo reinsetzt, was nicht mit der Situation in einem Star-Wars-Film zu tun hat. Das ist dann ein Witz, aber an sich, das Meme ist halt dieses Bildchen. Mhm. Ja. Deswegen sagt die Frau Birken... Hier ja auch immer Meme, glaube ich, tatsächlich. Ja, genau. Sogar ausländische Fans jetzt mitmachen. Schweizer, Ungarn, Spanier. Polen und Österreicher sogar gemeinsam. Geil. Hier lernen wir noch was, Mensch, oder? Ja, mega cool. Also Gigi D'Agostino trägt zur Völkerverständigung bei. Auf jeden. Und du siehst, die Leute haben einfach Spaß. Ist doch geil. Darum geht es letztlich bei diesem Meme. Muss Spaß haben. Auch in Schweden singt ein Parlamentsabgeordneter die Parole heiter. Und tritt danach zurück. Gut, das war schwach danach zu treten. Ja. Insgesamt haben wir fast 400 gemeldete Fälle gezählt. Von Mitte Oktober bis Anfang Juli. Das sind nur vorläufige Zahlen. Oft laufen die Ermittlungen noch. Also was, 400 Fälle über ein halbes Jahr? Es gibt Ermittlungen. Warum gibt es denn da Ermittlungen? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich meine, mittlerweile, wenn du mit einem C-T-Shirt rumläufst, wirst du ja auch festgesetzt und hast Ermittlungen, weil du ja kompakt irgendwie... Zu diesem C habe ich mir mal überlegt, warum macht man, also wenn ich jetzt mir selber ein weißes C drucken würde, auf dem T-Shirt und in dem grünen Kreis, bis im Original ist ja auf dem roten, das wäre doch erlaubt, oder? Ja, sicherlich. Also ich bin wirklich kein Kompakt-Experte. Ich wusste, es gibt die Zeitschrift, aber ansonsten wusste ich auch nichts dazu. Ich frage mich nur, wie weit die da gehen. Ich meine, Ersatzsymbole sind ja selbst beim Hakenkreuz erlaubt. Ich meine, Hakenkreuz ist verboten, aber das Sonnenrad oder so darfst du ja haben. Also ich sehe düstere Zeiten für den Chaos Computer Blog am Horizont. Das musst du kurz erklären. Ja, die haben ja Triple C als Abkürzung. Also ach so, sorry. Kompakt hoch 3, also puh. Ja, ist gut, das war so ein Witz, der jetzt mal wieder über meinen Kopf ging. Das war mir zu hoch. Außerdem gibt es Fälle, die wir zeitlich und örtlich nicht zuordnen können. Sie sind auf der Karte nicht eingetragen. Alleine in NRW mindestens 96 Fälle. Hamburg 15. Nein. Und aus Thüringen haben wir gar keine offiziellen Zahlen erhalten. Wie viele? Das war doch wieder der Höcke. Erzählt mir doch nichts. Ne? Dem Mantel des Schweigens hat er da rumgelegen. Fälle ist ohne Ermittlungen oder Medienberichte sind unklar.
Diese Zahlen sind also nur die Spitze des Eisbergs. Ende Mai belegen drei verschiedene Versionen von L'Amour Toujours die Plätze 1, 2 und 7 der iTunes-Charts. Nicht schlecht für einen Song, der ein Vierteljahrhundert alt ist. Wer bei Spotify Ausländer eintippt... Warte, was? Ich bin also Fiedler von KIZ, okay. Geil, du musst nur Ausländer eingeben und kriegst L'Amour Toujours. Das ist ja mal geil. Das ist cool. Landet jetzt bei L'Amour Toujours. Zwischenzeitlich findet man hier sogar eine Version mit der rechtsextremen Parole. Auf YouTube kommentieren viele euphorisch die Musikvideos von L'Amour Toujours. Das ist ja großartig. Bin glatt bis hin zurück. Ja, geil. Und jetzt wäre der Moment Sommer zu sagen, 2024. Wir haben verloren. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wäre wirklich der Moment. Ja, die Leute haben Spaß. Wir haben noch, Gott, 10 Minuten vor uns. Ja, das ist halt der EU-Problem. Die Leute haben Spaß. Ja. Defend our continent. Rechte Musiker fahren nach Sylt, präsentieren sich süffisant in der Ponybar. In Online-Shops rechter Aktivisten werden T-Shirts und Schlüsselbänder verkauft. Döp, dö, dö, döp steht jetzt für Ausländer raus. Diese Methode heißt Dog Whistle Politics, also Hundepfeifenpolitik. Das bedeutet, dass man im Prinzip einen Code hat, der von zwei Gruppen unterschiedlich gelesen wird. Also ich habe eine Melodie. Ein Teil der Hörerinnen und Hörer denkt, ach, das ist ja irgendwie einfach eine nette Melodie, gefällt mir. Und ein anderer Teil der Hörerinnen und Hörer liest das als einen rechtsextremen Code, als nämlich dann eben Ausländer raus. Die AfD hat das längst verstanden. Hier beim politischen Aschermittwoch. Und jetzt nochmal ein bisschen Techno. Ganz kurz, hier im Hintergrund, guck mal, da ist auch so ein Stolzplakat zu sehen. Hessen wieder stolz machen. Ah, ja, steht ja, da. Ja, ja, ja. Cool. Basiert. Aschermittwoch. Und jetzt nochmal ein bisschen Techno. Die Partei nutzt den Hit schon seit Monaten auf ihren TikTok-Accounts. Und es kotzt sie so an, die kotzen so im Strahl, oh nein. Ja, jetzt müssen sie mit Hundepfeife um die Ecke kommen. Ja. Es ist aber, also jetzt ohne Scheiß, es ist doch keine Hundepfeife, weil bei ihrem komischen Jahrmarktsfeldversuch wusste jeder, dass es um Sylt ging. Auf jeden. Also jeder kannte den geheimen Hundepfeifentext. Auf jeden, das ist keine Hundepfeife. Das ist einfach, und da an der Stelle die Leute, die das benutzt haben, diesen Song, die haben es richtig gemacht. Die sind da offensiv rein. Also sich nicht entschuldigen, niemals wegen so einer Scheiße, wegen irgendwelchen Vorwürfen, die man kriegt, das offensiv verwenden und vor allem Spaß haben. Genau. Das macht denen so eine Angst, ja. Weil das finden die Leute gut. Und das, da folgen dir die Leute auch. Wenn die sehen, du hast gute Laune. Ja. Im Juni auf dem AfD-Parteitag in Essen. Ein Döp-Döp-Döp-Sticker auf dem Laptop eines Delegierten. Zuletzt sollen Bundestagsabgeordnete auf ihrem Sommerfest zu dem Lied gefeiert haben. Einer singt dazu... Oh, wie peinlich ist denn die ganze Doku? Wovon reden wir denn eigentlich? Wovon reden wir? Von dem scheiß 90er-Lied mit einer Parole, die euch nicht gefällt. Meine Fresse, also als hätten wir echt nicht andere Probleme im Land. Ja gut, ich meine, wir leben in einem Land, wo 99,9 plus ein bisschen mehr Prozent von Deutschland strafbar ist, ne? Ja, genau. Oh, es ist, jetzt macht's mich tatsächlich auch mit. Also, wie lange das hier geht und jetzt wird sich schon echauffiert über irgendwelche Sticker auf Laptops, ich verstehe es einfach nicht. Kann nicht mit sein, wir haben gute Laune. Auf jeden, hast recht. Denk dazu, Mausand den Mäusen, Maushändler Klaus. Auf ihrem Fraktionsfest hier in Berlin wurde vergangene Woche zu der Textzeile Maushändler Klaus der gleiche Song getanzt. Haben Sie die Leute angesprochen? Was sagen Sie denen bei Ihnen in Ihrer Partei? Ja, natürlich haben wir diese Dinge diskutiert und natürlich haben wir auch klargemacht, dass wir sowas nicht wünschen. Ne? Schwach! Schwach! Er hätte jetzt einfach Tipp, Tipp, Tipp sagen. Ja. Ja, auf jeden. Du hättest die Zeitung nicht dazu bekommen, aber es wäre super lustig gewesen, ne? Du darfst nicht über Stöckchen springen, die sie dir hinhalten. Haben wir auch klar gemacht, dass wir sowas nicht wünschen. Ne? Rechtsextreme Aussagen gehören aber nicht zu einer Volkspartei. Also ich weiß nicht, was jetzt an dieser Aussage rechtsextrem sein soll. Also doch nur ein Haar. Ja, zumindest kackt er an der Stelle nicht. Das geht auf jeden nicht. Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, Deutschland, die Deutschen, wenn man da mal ein Stück weit drüber nachdenkt. Oder anders, Leute. Ich sag euch mal verschiedene Sätze. Senegal den Senegalesen. Israel den Israelis. Ghana den Ghana. Frankreich den Franzosen. Deutschland den Deutschen. Wo ist die Grenze? Wann wird dieser Satz schlimm? Nur bei den Deutschen oder was? Also ist doch albern. Na, die Franzosen auch. Franzosen, ja, sobald das Land weiß wird, oder? Wahrscheinlich, ja.
Ja. Oh, Israel, ich habe schlechte Nachricht. Israel ging noch, aus Gründen, ja. Aber ja, ab Frankreich war es schon schwierig. Da habe ich dich dann nicht mehr abgeholt. Harmloser Spaß? Laut Simon Strick passt das zum neuen Wir-Gefühl, das Rechte mit Memes vermitteln wollen. Wir haben ja in Deutschland diese schlechte Sortierung rechter Politiken, extrem rechter Projekte als Hassbewegung. Das heißt, irgendwie alle Rechten haben schlechte Laune, sie hassen andere Menschen und das ist der Kern ihrer Politik. Ist er jetzt rechts oder was? Wir rechte Bewegung? Na. Sorry, ich will gerade einen Strick draus drehen. Ja, ja. Aber ich glaube, er macht jetzt gleich einen interessanten Punkt. Und zwar, dass wir auch Spaß haben können als Rechte. Oh, so. Okay. Weil sie hassen andere Menschen und das ist der Kern ihrer Politik. Und die Rechten versuchen seit vielen Jahren und machen das, glaube ich, auch ganz gut, das Ganze umzupolen. Das ist eigentlich eine spaßige, eine vernünftige Bewegung. Das ist eine Bewegung der Heimatliebe. Das ist eine Bewegung von positiven Gefühlen, von Zusammenkommen. Von, okay. Zu sagen, sich. Stopp, da muss ich kurz einhaken. Also an sich hat er, naja, wie es aussieht, ist halt natürlich maximal, maximal parteiisch. Also er sagt, dass das auch wieder so ein Ding der Täuschung wäre. Also sie wollen dir vormachen, dass es nicht nur darum ging, um Negativität, um etwas zu hassen, sondern nee, was er jetzt so sagt, was Täuschung wäre, sie wollen dir was vormachen von wegen Heimatliebe. Nee, das ist einfach so. Also in uns Rechten ist das genuin drin. Also wenn wir an unsere Heimat denken, denken wir an Liebe. Wenn wir auch an unsere deutschen Mitbürger denken, an den Zusammenhalt mit denen und allem. Rechte Politik ist nicht nur Hass. Weil ich glaube, der hat gerade so eine Hundepfeife am Start. Er sagt das zwar mit diesem ironischen Ton, aber eigentlich sagt er hier, liebe rechte Freunde, so ist es. Ja, stimmt, na klar. So muss es sein, ne? Schön wär's. Sozusagen sich selbst wieder entdecken, gemeinsam Spaß haben und so weiter. Spaß vermitteln mit Memes. Okay. Das hat die amerikanische Alt-Right-Bewegung vorgemacht. 2016, in Donald Trumps erstem Wahlkampf, haben sie einen Meme-War ausgerufen. Ihr erfolgreichster Hit, Pepe the Frog. Ich habe in den Meme-Kriegen gedient! Die neue Rechte in Deutschland hat sich das abgeguckt. Die identitäre Bewegung versuchte während des Bundestagswahlkampfs 2017, das Internet mit rechten Memes zu... Aber warte, das eine mit der Dusche... In Deutschland hat sich das abgeguckt. Moment. Das ist halt wirklich diese Doku. In einer Nussschale, ja, oder? Auf jeden Fall. Ihr seid so voller Hass, froh und stolz. Du hast diesen autistischen Pepe mit drei Schwimmringen, der einfach nur Spaß hat und sich freut. Das ist echt ein mega geiles Meme. Und die Tränen cool. Von dem einen füttern die Dusche des anderen. Ja, mega geil. Die identitäre Bewegung versuchte während des Bundestags... Das hier ist auch schön, finde ich. Ja. Das ist so richtig geil, wie sie diese Flagge aufstellen. 2017, das Internet mit rechten Memes zu fluten. Hinein in den Widerstand, Reconquista Germanica. Ah ja, das war ja der Server, den es vor langer Zeit gab. Ja. Und so die AfD zu pushen. Die hat inzwischen ein Anime-Maskottchen mit blauen Haaren. Ja, auf jeden Fall, AfD-Chan. Ja, die gibt es auch schon ewig. Die gibt es schon seit 2016, nicht erst inzwischen. Stimmt. Ach, ja. Das war auch direkt eine Antwort an Pepe oder in dem Zuge ist das so entstanden. Also es war eigentlich ziemlich original, wenn man so möchte. Ja, ja. Ja. Auch mit dieser Aufwärtspfeilspange im Haar da, ne? Ja, das ist schon cool. Ja. Diesmal läuft es andersrum. Das Sylt-Meme wandert aus Deutschland in die USA. Bei einer Feier in New York Anfang Juli berichtet ein junger Republikaner dem Weltspiegel: Wenn man sich die Kontroverse um das Ausländer-Raus-Lied anguckt, das Deutschland ja offenbar im Sturm erobert hat, jeder auf dieser Veranstaltung kennt den Song, könnt ihn dir vorsingen, auch wenn sie kein Deutsch sprechen, weil es einen Nerv trifft. Die deutschen Rechten haben bei ihrem Meme-War bislang auf organisierte Strukturen gesetzt. Influencer und Medienprofis wie die Agentur 1%. Nicht so? Ah, und das stimmt ja hinten und vorne nicht, dieser Satz. Die haben auf organisierte Strukturen gesetzt bei ihrem Meme-War. Also gerade das stimmt ja nun mal überhaupt nicht. Mhm. Also jetzt zum Beispiel selbst dieser Server Reconquista Germanica, all diese Aktionen, die haben sich ja schon immer daraus gespeist, dass es halt so kleine Guerilla-Bewegungen waren, also so Aktionen der Nadelstiche. Und ich meine, 1%, Leute, ihr wollt uns doch jetzt nicht wirklich sagen, dass 1% so groß wäre wie irgendeine linke Stiftung. Also dafür machen die einfach zu wenig. Also nichts gegen 1%, um Gottes Willen, aber zu sagen, dass die rechte Szene sich auf solche organisierten Sachen verlassen würde, das stimmt einfach nicht. Also ich
kenne 1% und diesen Reconquista-Server vom Namen, aber ansonsten halt gar nicht. Es ist halt wieder diese Sache, dass sie es hassen, dass das Graswurzelbewegungen irgendwo sind. Mhm. Und Graswurzelbewegungen dürfen ja immer nur von links kommen. Ja. Und wenn sie von rechts kommen, dann sind sie natürlich riesig auf einmal. Ja, dann ist sofort hier millionenschwere Budgets im Hintergrund und so. Also lächerlich hoch 10. Bin mal gespannt nicht zu Zaps Beitrag zu den Freien Sachsen zum Beispiel. Oh, kommt wahrscheinlich. Ja, ich hoffe doch. Die Agentur 1%. Nicht so bei Ausländer raus. Ich habe jetzt nicht feststellen können, dass es sozusagen lanciert wurde von rechtsextremen Akteuren oder von neurechten Akteuren, wie das zum Beispiel beim Stolzmonat, der ja als sozusagen deutsch-nationale Alternative zum Pride Month ausgerufen wurde. Das war letztes Jahr. Ja, das ist ein Meme. Aber will er uns gerade verkaufen, dass der Stolzmonat irgendwie von oben kommt? Eben, das klingt so, als wurde lanciert. Punkt? Das stimmt halt auch nicht. Genau, das ist ja ein richtig gutes Beispiel, auch der Stolzmonat. Das ist halt so irgendwie aus dem Gag entstanden und so richtig populär hat es ja dann irgendwo der Schlomo gemacht, also die Honigfarbe. Da habe ich das zum ersten Mal gehört, aber ich meine auch, dass der Schlomo sich das, glaube ich, nicht mal selber ausgedacht hat. Auf jeden Fall hat er es populär gemacht. Aber gerade Honigfarbe, das ist so ein winzig kleiner Podcast. Also wenn ich mir auf der Zunge zergehen lasse, wie lange Kasper diese Flaggen verschickt hat, jeden Abend irgendwie, ja. Ja, ganz kurz zum Thema lanciert und Medienmacht. Wir schauen uns hier gerade eine Doku an von einem mit Milliarden geförderten öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen. Kann man nicht vergleichen. Also kann es wirklich nicht vergleichen. Eben. Das ist immer noch eine Graswurzelsache, verglichen mit der Medienmacht, die Linken haben. Darum geht es mir. Ja. Das ist ja tatsächlich ein rechtes Influencer-Projekt, was sich dann relativ gut durchgesetzt hat. Bei dem jetzigen Meme sah das anders, mein Strick. Das ist aus meiner Sicht, das ist schwierig festzustellen, organisch aus einer rassistischen Alltagskultur gewachsen. Ein organisch gewachsenes Glob. Interessant, dass er das so zugibt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, der wälzt das wieder irgendwie auf irgendwelche Martin Sellners dieser Welt ab oder sowas. Aber so sagt er einfach nur, es ist der gemeine Bürger, der so empfindet. Und das ist eigentlich gefährlich für diese Leute. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, stimmt. Weil da hast du nicht dann dieses Rattenfänger-Narrativ, weißt genau, du? Genau. Sondern dieses gesunde, naja, Volksempfinden, auch wenn sie dieses Wort schlecht finden, aber prinzipiell ist es das, ja. Ich verstehe schon, ich verstehe. Bales Meme. Besser hätte es für die neue Rechte nicht kommen können. Die springt jetzt auf den Zug auf. Ganz buchstäblich, wie die österreichischen Identitären in diesem Video. Jetzt hat die neue Rechte ein Meme, das wie für ihre Remigrationspläne gemacht ist. Man kann mitsingen, man kann etwas tun, man muss etwas tun. Deutschland muss wieder den Deutschen gehören. Ja? Und das ist etwas, was die Rechten geschafft haben in den letzten 15 bis 20 Jahren. Sie haben aus dem Normalrassismus, den es sowieso die ganze Zeit gibt in Deutschland, eine aktive Position gemacht. An dieser Aktivität können gerade alle teilnehmen, indem sie dieses Lied singen. Oder sie. Der Typ ist übrigens unparteiisch, ne? Unparteiischer Wissenschaftler. Ich bin die ihn ehrlich gesagt verstören die ganze Zeit. Aber ja, ja klar. Unparteiisch ist fuck. Teilweise ohne es meinen zu müssen. Und das ist der Witz am Meme sozusagen. Also ich finde es sehr gut als so eine Art Gesellschaftsthermometer. Für viele hat das Sylt-Video den Rassismus, der auch außerhalb rechtsextremer Kreise schlummert, besonders sichtbar gemacht. In München treffe ich Alex. Er kommt aus Gambia. 2013 ist er vor der Militärdiktatur geflohen und als Bootsflüchtling nach Deutschland gekommen. Aufgefallen ist er mir durch ein TikTok-Video, das er kurz nach dem Sylt-Vorfall veröffentlicht hat. Ich komme jetzt vom Arbeiten, ich hatte Nachtdienst und jetzt gehe ich nach Hause. Und wo Arbeit ist? Im Krankenhaus, im Klinik. Und ich habe die Leute versorgt heute Abend bis 6.30 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause. Und AfD, euch sagt, alle Ausländer sollen raus, alle sollen weggehen. Wenn euch seid krank oder eure Mutti krank ist oder Oma krank ist und liegt im Krankenhaus, wer wird das versorgen? Stellt euch vor, wer wird diese Angehörige von euch versorgen, wenn die Ausländer nicht da sind? Vor diesem Video hat Alex auf TikTok unpolitischen Content produziert. Ja, also das ist jetzt auch mal wieder so eine
Eine Reduktio ad absurdum. Also das ist so eine extreme Vereinfachung dieses Arguments. Also wo wir natürlich anfangen würden bei Ausländer raus, sind natürlich die ganzen Messermänner, die wirklich schwere Straftaten begehen und halt nicht deutsch sind. Jemand, der jetzt hier wirklich arbeitet, ja, der wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich abgeschoben. Ich meine, das Gute ist ja, dass die Lebensrealität uns einen neuen Begriff gegeben hat. Also es wird nicht mehr Ausländer rausgesungen werden in Zukunft, sondern wahrscheinlich eher sowas wie Zalahuns raus. Ne? Und ich denke nicht, dass dieser Gentleman hier darunter fällt. Nee, auf keinen Fall. Ja. Also damit wäre die Sache auch schon wieder geklärt. Hm. Wir können all unseren Alltag weiterleben. Ja. Produziert. Im Alltag, bei der Arbeit. Er hat eine Ausbildung gemacht, als Altenpfleger und in der Notaufnahme gearbeitet. Ja, Wahnsinn, der arbeitet. Wow, klasse. Hm. Jetzt so einer. Das Video aus der Sylter Ponybar hat ihn fassungslos gemacht. Ich schaue die Tagesschau und auf einmal ist hier, die haben über dieses Video berichtet. Ich bin so, okay, warte mal. Und die traurigste in diesem Video waren fast alle jüngeren Leute. Das hat mich sehr betroffen. Weil ich denke mir dann, was für Zukunft haben wir? Er ist übrigens Pflegefachmann, ne? Ja. Also er ist nicht, wie soll ich sagen, Pflegefachkraft. Oder ja. Pfleger. Also er ist halt, jetzt nicht übel nehmen, aber er ist der unterste in dieser Nahrungskette da. Vor allem Pflegefachmann. Hat er dann überhaupt eine abgeschlossene Ausbildung? Weil sonst würde doch da stehen Krankenpfleger. Na, er wird so eine 3-Monats-Geschichte oder sowas haben. Was ja, es gibt. So, genau, so darauf wird's. Also er ist ein ungelernter Quereinsteiger, um es grob zu formulieren. Sowas wird es wahrscheinlich hinauslaufen, ja. Also eine Fachkraft, ja. Ah, wobei, stopp. Ich habe jetzt hier einfach mal Bundesagentur für Arbeit schnell eingegeben, Pflegefachmann, Frau. Da steht tatsächlich Ausbildungsberuf, 3 Jahre. Aha. Mhm. Gut, ich nehme es. Vielleicht ist das, hat das sowas zu tun mit Krankenschwester, Krankenpfleger, weißt du, dass man nicht mehr diese gegenderten Ausdrücke haben will. Und deswegen sag mal Pflegefachmann. Ja, Pflegefachmann-Frau. Ja, okay. Egal. Aus einem Land. Weil wenn diese junge Leute, dass die Zukunft bauen soll hier, die Demokratie schützen muss, die Demokratie verteidigen muss. Die stehen da alle und sagen Deutschland vor die deutschen Ausländer. Die Demokratie ist das, was das Volk mehrheitlich will. Und wenn das Volk das nun mal will, dann musst du damit auch leben. Dann hat das nichts mit Demokratie verteidigen zu tun. Was du sagen willst, ist linke Standpunkte verteidigen und Grenzen sollen offen sein. Das ist ja das, was viele an der Demokratie halt auch bemängeln schlussendlich. Das ist halt die Dummheit der Mehrheit ist. Hm. Und darüber kann man ja auch wirklich trefflich debattieren, wenn man möchte. Aber es ist kein Totschlagargument. Also halt die Klappe. Raus. Das macht mich sehr, sehr traurig und das macht mich sehr betroffen. Und auf anderer Seite denke ich mir, dass diese Menschen hat keine Ahnung, weil die Ausländer wirklich viel in diesem Land leisten. Die machen ihren Beitrag. Alex nimmt in letzter Zeit eine Veränderung wahr. Alle machen ihren Beitrag. Mehr Rassismus im Alltag als noch vor 10 Jahren. Redest du mit Freunden und Freundinnen auch über dieses Thema, über diese Veränderungen, die auch aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind? Ja, täglich. Und das macht uns Sorgen halt und Gedanken. Wenn das weitergeht, das ist klares Zeichen, dass wir hier nichts gehören. Und wie geht es jetzt weiter? Was kann man diesem Meme entgegensetzen? Manche versuchen, den Song erneut umzutexten. Raus, AfD raus. Für Demokratie, für Demokratie. Rechtsextremismus kriegt unsere Stimme nie. Fühlst du dich abgeholt? Ja, total. Völlig organisch so. Das hat sowas vom letzten Aufgebot irgendwie. Weiß auch nicht. Kann das funktionieren? Das ist aus Internetsicht ist es uninteressant. Der Aufreger ist das Interessante, die Tabuverletzung ist das Interessante. Und solange die Rechten die Tabuverletzung für sich gepachtet haben, die Provokation, die sozusagen echte Volksmeinung, die von unten kommt, solange werden rechte Memes auch weiter dominant sein. Ich muss sagen, ich finde es wirklich interessant, dass er das so raushaut. Mhm, an der Stelle hat er recht, tatsächlich. Ja. Er hat uns sozusagen jetzt ein Blankoscheck gegeben, dass die Rechte den Humor gepachtet hat und die Linke einfach humorlos ist schlussendlich. Ja, wenn man will, könnte man es so interpretieren. Ja. Ich finde das spannend, dass er das so sagt. Also, ich hätte es rausgestellt. Provokation von weiter dominant sein.
Diese Provokation funktioniert besonders gut, wenn sie sich gegen ein Verbot richtet. So darf L'Amour Toujours bei vielen Großveranstaltungen nicht mehr gespielt werden. Eigentlich auch nicht hier auf dem Hamburger Fanfest. Allerdings klappt das schon am allerersten Tag so gar nicht. Wie findest du das, dass der Song hier gespielt wird? Schwierig mit der aktuellen Lage. Melodie super, dass der Text so veranstaltet wurde, ist Schwachsinn. Ist schon ganz schön gekackt. Ist halt der Normie halt, ja. Er ist halt der typische Normie, er hat das in der Tagesschau gehört. Wobei, und dann plappert das nach. Vielleicht war es auch der schlaue Normie, der sagt, da ist eine Kamera, weißt du? Ah, das stimmt allerdings, das stimmt. Wobei zum Beispiel die Ene mit dem Migrationshintergrund, die hat sich da doch mehr aus dem Fenster gelehnt. Sie hat sich mehr getraut, weißt du? Das Ene Mädel am Anfang mit den Kopfhörern off, das war in der ersten Folge. Die hat gemeint, ja, ich weiß schon, worum es geht und so, aber cooles Lied. Ja. Was sagt der DJ selbst dazu? Hast du gerade auch Düpp im Hintergrund gehört? Ja, hab ich. Vielleicht okay. Hat es der DJ in das Mikrofon gesagt. Das ist ja sehr lustig. Jetzt wird er hier angesprochen, sehr interessant. Warum hast du gerade in der Butoschule gespielt? Weil es ein Klassiker ist, weil der Song verbindet und da wird aufgepasst, dass wir so einen Mist nicht machen, wie immer passiert ist. Weißt du, wenn das eigentlich verboten ist, den Song zu spielen? Es ist verboten? Naja, auf der Großveranstaltung ist es tatsächlich verboten. Also er hätte den wirklich nicht spielen dürfen. Ich dachte, ich dachte, die sind angehalten, den nicht zu spielen. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied zu es ist verboten. Nee, also auf den offiziellen WM-Festen und so, also ich weiß nicht, ob EM-Festen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier offiziell wirklich war, ich vermute mal was, ist es eigentlich mehr oder weniger verboten gewesen, ja. Also die hatten die Auflage, den nicht zu spielen. Jetzt überleg dir mal, was da für ein Kapital dahinter steckt. Du könntest de facto als rechte Bewegung in Zukunft jedes Lied auf den Index setzen. Weißt du? Indem du irgendeinen Scheiß dazu dichtest. Es muss halt nur jedes Mal zum Meme werden und das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Wie es halt so ist mit Meme. Das ist halt oft ein Zufall, ob die groß werden und Aufmerksamkeit finden. Ja, aber wie dumm das eigentlich ist. Ja. Ich jetzt nicht. Aber wir haben jetzt ja ein Argument dafür, es wieder zu spielen. Viele, die ich hier befrage, sind gegen ein Verbot. Man solle das Lied nicht den Rassisten überlassen. Ich würde sagen, spielt den Song weiter, lasst die Leute dazu tanzen, lasst die Leute dazu singen und die Menschen, die sich eben dementsprechend falsch verhalten oder rechtsradikal verhalten, rausschmeißen. Keine leichte Aufgabe. Das Sylt-Video, die immense Zahl der Vorfälle, sie alle sind Symptom einer Stimmung im Land, die immer weiter nach rechts driftet. Daran können auch Verbote nichts ändern. Ja. Okay. Vielleicht liegt es an eurer Politik. Vielleicht liegt es an eurer Politik, ja. Genau so ist es. Gut, das war's dann mit dieser Doku. Wir haben jetzt viel gelernt. Ich fand's wirklich interessant, ja. Ja, war schon irgendwie lustig. War schon lustig. Also wir haben jetzt 40 Minuten erfahren, wie man ein Meme erklärt. Das ist wieder schön. Kann man öfter machen. Danke. Zap. Ja, okay. Memes immer gut, immer gerne. Ja, gut. In dem Sinne, schreibt uns mal euer liebstes Stolzmonat-Meme. Euer liebstes Dip-Meme. Oder also die Memesammlung hat mir am meisten Spaß gemacht, den Beitrag halt. Ja. Oder euer liebstes Pepe-Meme, auch immer sehr schön. Auf jeden Fall. Oder AfD-Chan. Ich finde, es gibt tatsächlich noch irgendwie zu wenig AfD-Chan-Memes. Also die taucht immer mal irgendwo auf. Aber es gibt noch zu wenig. Ja, die hat es verdient. Wir sind für eine Frauenquote bei Memes. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade so Anime-Mädels, das zieht immer. Das ist harte Arbeit. Bis dahin, haut rein. Tschüss.